Verona Poth oder Verona Feldbusch, es geht genau um diese Dame hier, die wir dann später zeigen. Diese Dame ist Miss Germany gewesen 1995, dann Miss American Dream auch später, das Ganze ist schon ein paar Jährchen her, nämlich genau gesagt ca. 28 Jahre her. Sie ist 54 Jahre alt und wir wollen uns ein bisschen genauer anschauen, was mit Verona Poth so in den Jahren passiert ist, und ich möchte auch ein spezielles Thema ansprechen, das beim Unterspritzen leider Gottes immer wieder passiert, dass auch meine Patienten immer wieder in das meine Patienten reinrutschen, ich sie aber davor bewahre, und was eine meiner großen Prämissen ist, nicht zu viel zu machen, und wo man nicht zu viel macht, das schauen wir uns eben heute genau an, und dann kannst du im Nachhinein entscheiden, was denn vielleicht bei Verona Poth Feldbusch zu viel gemacht worden ist. Wir schauen uns ein bisschen ein paar Fotos an von früher, das waren eben die Zeiten aus Miss Germany 1995 oder 1993 war das, also wirklich ein Zeitchen her. Eine sehr, sehr hübsche Frau, die eben einen so einen Missen Contest gewonnen hat und die viele Vorzüge von der Natur geschenkt bekommen hat. Lange Beine und einen ganz tollen Körper und auch ein sehr, sehr hübsches Gesicht. Die Brust, die wir hier sehen, ist, glaube ich, nicht so vom Himmel gefallen oder der liebe Gott allein hat die nicht gemacht. Es war damals auch sicherlich die Zeit, wo Brüste extrem groß gemacht wurden, was wir heute wissen, im Endeffekt zu Problemen führt. Viele der Stars, wir haben auch schon mal über Pamela Anderson berichtet, kann man auch vielleicht das eine oder andere Video noch dazu anschauen auf unserem Kanal, die sich im Endeffekt die Brüste verkleinern hat lassen. Oder Victoria Beckham war auch ein Thema, die haben wir, glaube ich, auch in einem anderen Video schon mal gezeigt. Das war diese Zeit in den späten 90er Jahren zum 2000er hin, wo die Brüste immer größer geworden sind. Aber Größe ist gleich mehr Gewicht, und mehr Gewicht hat auch mit der Gravitation zu tun. Und es gibt noch ein anderes Video von mir, wo ich erkläre, dass ja das Vergrößern der Brust irgendwann endet in einer Deformierung, wo das Gewebe plastisch verändert wird. Und dann kommt es eben Jahre nach den Operationen bei zu großen Implantaten zur Deformierung der Brust. Und das ist sicherlich bei ihr dann auch aufgetreten, weil wir unterhalten uns heute weniger über ihre Brust als vielmehr über ihr Gesicht. Und ich glaube, das ist ein spannendes Vorher-Nachher-Foto, das mein Team da zusammengetragen hat aus 1997 und 2023. Und ich blende mich wie gewohnt hier ein bisschen mal wieder aus, damit wir das genauer in Vollbildgröße uns anschauen können. Was ist denn da passiert oder was ist nicht passiert? Die Drittelregel sagt uns wieder oder hilft uns im Endeffekt, einen Duktus einfach hier zu bekommen. Und ich möchte eben mit der Stirn beginnen und wieder einmal damit beginnen, wie sich der Haaransatz im Endeffekt doch im Alter verändern kann. Das heißt, eine Stirn, die ein bisschen länger wird bei uns Männern, wenn die Geheimratsecken dann schon beginnen, ist es auch nochmal ein Thema. Eine Stirn, die länger wird, ist jetzt nicht unbedingt von Jugendlichkeit geprägt. Deswegen gibt es ja viele Männer, die dann auch zum Haartransplantieren beginnen und versuchen, sich die Haare wieder weiter ins Gesicht hineinzuholen. Aber das ist sicherlich nicht das Hauptkriterium oder das Hauptthema, das wir bei ihr sehen. Wie immer schaust du wahrscheinlich zwischen die Augen, also man schaut genau in diesen Punkt des Nasiums und beginnt dann quasi Augen und Nase diesen Part zu fokussieren. Und sie hat natürlich ihre typische Nase verändert, eine Veränderung in der Nase, die in meinen Augen einen sehr operierten Zugang hat. Der Hintergedanke davon ist einfach, die Nasenspitze zu verkleinern, ein bisschen natürlicher zu machen. Aber man hätte vielleicht den gleichen Schritt auch quasi die Nasenflügel verkleinern können. Man kann hier mit einer Schnitttechnik auch die Nasenflügel ein bisschen näher zusammenbringen. Das ist nicht gemacht worden. Aber das, worauf ich vor allem fokussieren möchte in diesem Video, ist das sogenannte Overfilled Face Syndrome. Wie entsteht das? Wir unterspritzen, oder was wir gelernt haben, ich gehe da vielleicht ein bisschen näher ran, wir haben eigentlich gelernt vor vielen Jahren dieses 8-Point Facelift, das Liquid Facelift, haben wir gelernt, quasi an Punkten zu unterspritzen und damit die Patienten jünger zu machen. Ich weiß nicht, was genau der Hintergrund war. Und da war damals ein sehr starker Fokus auf das Mittelgesicht. Das heißt, dass man das Mittelgesicht immer weiter aufgespritzt hat. Das Mittelgesicht bedeutet die Wange, die genau unter dem Auge ist. Und wenn ich hier unterspritze und unterspritze, dann passieren bei Männern passiert dann eine Verweiblichung. Das heißt, Männer dürfen quasi im Mittelgesicht ein bisschen weniger Volumen haben. Brad Pitt, ein gutes Beispiel, zu dem ich auch schon ein Video gemacht habe, bei dem eigentlich das Jochbein verstärkt ist. Das ist auch das, wo man Männer unterspritzen kann. Ich werde noch erklären, warum das mehr Sinn macht. Aber das Mittelgesicht darf nicht überspritzt werden. Und wenn wir uns anschauen, das vorher, nachher, dann sehen wir eigentlich, dass das Volumen hier im Mittelgesicht im Endeffekt nachher oder im heutigen Bild
dass er gut 26 Jahre her ist, eigentlich stärker ist und auch bei fast gleicher Animation. Und das ist immer das Schwierige, dass wir versuchen, Bilder zu finden, wo die Patienten oder wo die Menschen sich gleich starke Mimik zeigen, eigentlich viel stärker ist. Und durch diese Überspritzung im Mittelgesicht passiert Folgendes, das kennst du sicherlich auch, dass die Augen kleiner werden. Also die Augen werden kleiner, weil die Augenbraue nach unten sinkt, weil wir ein bisschen Überstand oder zu viel Gewebe oft an den Unterlidern oder auch an den Oberlidern oder auch an den Unterlidern bekommen. Aber wenn die Wangen immer weiter so nach oben gehen, dann passiert eben Folgendes, dass das Auge klein erscheint und es entsteht dieses katzenartige Gesicht, das auch so Tigerlöwen haben quasi auch oft durch die Barthaare oder durch das Fell her sehr viel prominentes Volumen und sie schaut einfach so ein bisschen katzenartiger oder voluminöser aus. Ich würde sogar behaupten, dass vielleicht die Oberlider operiert wurden, aber ich glaube, dass man das irgendwie noch sogar verbessern könnte. Aber in diesem Bereich ist zu viel Volumen. Und zu diesem Bereich des Mittelgesichts ist Folgendes zu sagen. In unserer Filler Academy lernen wir das auch immer. Es gibt eine sogenannte Line of Ligaments. Und zwar gibt es verschiedene Bandapparate im Gesicht. Und anhand dieser Bandapparate kann man eine Linie, eine gedachte Linie festsetzen. Und das ist diese Line of Ligaments, die ich jetzt nicht ganz gerade gezeichnet habe, aber die doch recht gerade ist. Und jetzt ist Folgendes. Wenn ich in diesem Bereich unterspritze, zahle ich in die Projektion ein. Und das ist das, was wir auch hier sehen, dass wir hier Projektion erleben. Projektion, die im Endeffekt ein bisschen zu stark eigentlich ist. Unterspritzen wir, gerade was das Jochbein betrifft oder unten das sogenannte Zygomatic Retaining Ligament, das wir in der Filler Academy auch erklären in unseren Kursen, unterspritzen wir in diesem Bereich oder sogar auch in der hinteren Schläfe oder auch im Bereich der Jawline, dann zahlen wir ins Lifting ein. Das heißt, da kommt es zur Projektion. Ich kann jetzt den Pfeil nicht nach vorne zeigen, in die Projektion ein. Und in dem hinteren Bereich zahlen wir in den Lifting-Effekt ein. Und da sehen wir, dass eben eine übermäßige Unterspritzung im Bereich des Mittelgesichts dazu führt, dass die Augen kleiner werden, die Wangen voller werden, mit dem Hintergedanken eigentlich etwas zu liften. Und eine rezente Studie zeigt uns aber, dass eben das nicht passiert, sondern dass im Endeffekt eigentlich diese Unterspritzung dann genau zu dem Bild führt, das wir hier sehen, unnatürlich und einfach zu viel. Ich versuche jetzt noch ganz kurz mal die ganzen Schmierereien von mir wegzumachen, weil ich dann noch eigentlich etwas zeigen wollte neben der Nase, dass nicht nur die Nasolabialfalte eigentlich auch stärker geworden ist, sondern auch die Lippen in meinen Augen ein bisschen unnatürlich vergrößert wurden. Also die Nasolabialfalte ist stärker, weil hier einfach zu viel Volumen drinnen liegt. Und die Lippen sind in meinen Augen ein bisschen altersentsprechend fast etwas zu groß. Im Prinzip von den Proportionen dieses 1 zu 1,6 passt, also das würde in Ordnung sein. Aber sie sind einfach fast zu förmig, weil man einfach mit 54 Jahren selten eine so perfekt geformte Lippe hat. Und das erscheint uns irgendwie unnatürlich. Und die Frage ist, warum erscheint sie uns eigentlich nicht wie 25? Das hat ein bisschen etwas mit der Hautkontur zu tun und damit zu tun, dass wir eigentlich einen Fake-Look sehen. Wir haben das Gefühl, dass dieses Gesicht nicht echt ist. Und dieses Nicht-Echt entsteht dann, wenn ich Volumen vor allem in eine Richtung setze, wo es nicht hingehört. Und wenn das Volumen allgemein oder mich gewisse Attribute, so wie die Lippe oder die Nase, als unecht erscheinen. Was wir auch sehen, ist, dass hier extrem viel Filler drinnen ist. Ist jetzt im Prinzip gar nicht schlecht gemacht. Es ist quasi auch in dem ganzen oberen Bereich, hier ist etwas viel Filler drinnen. Aber eben zu viel, zu wenig Alterungszeichen, weil ich glaube, es ist vollkommen okay, dass man mit 54 ein bisschen Alterungszeichen hat. Auch bei mir beginnt schon die eine oder andere Nasolabialfalte jetzt ein bisschen sich stärker auszuprägen, aber das ist okay. Ich werde in 10 Jahren nicht so ausschauen, wie ich heute ausschaue. Aber wandern wir weiter noch zu einem der nächsten Bilder. Auch ein spannendes Bild, das uns genau dasselbe Bild nochmal zeigt. Ich finde, dass eben das 1993er Bild echt und das 2023er unecht erscheint. Es sind natürlich auch viele Jahre dazu vergangen. Und ich glaube, dass es einfach overdone ist. Und das overdone sehe ich, wie gesagt, nochmal in dem bis weit nach lateral rausgezogenen Mittelgesicht. Eine Lippe, die sehr stark aufgespritzt ist. Und Lider, die einfach ein bisschen älter ausschauen. Und jeder, der den Kanal sieht, weiß schon, dass ich diese ganz stark tätowierten und übermäßig stark betonten Augenbrauen falsch finde. Denn auch wenn wir älter werden, wird die Augenbraue, es werden nicht nur die Haare kräuseliger, die schneide ich immer wieder und werden auch grau, sondern das, was noch zusätzlich passiert, ist, dass die Augenbraue eigentlich ein bisschen ausgedünnter wird. Und ich weiß nicht, ob es richtig ist, mit 54 Jahren so ganz buschige, fette Augenbrauen zu haben.
In meinen Augen ist das nicht so. Und wenn wir jetzt in den Reality-Check von Irene reinschauen, dann sehen wir, wenn das Licht noch nicht hundertprozentig gut läuft, die Schattenbildung nicht ganz perfekt ist, dann sehen wir noch viel mehr auch Unregelmäßigkeiten. Diese Unregelmäßigkeiten, die wir hier sehen, kann durch viele Injektionen passieren. Ich bin jetzt in dem Video gar nicht so sehr auf die Stirn noch eingegangen. Ganz wichtig, wer immer das unterspritzt oder wer immer sie behandelt, sollte sich vielleicht mal ein bisschen um den gesamten Bereich der Schläfe kümmern. Ein Bereich, der total stiefmütterlich behandelt wird. Wenn ich älter werde, wird die Schläfe deutlich leerer. Wenn ich die Schläfe in diesem Bereich ein bisschen unterfütter und das Gesicht weiterhin unter Anführungszeichen rundlich bleibt oder eben nicht in der Stirn leer bleibt, dann schaut das im Endeffekt auch natürlicher aus. Und bei ihr sehen wir halt die Unnatürlichkeit mit Unregelmäßigkeiten. Und in diesem Bereich, den ich jetzt hier grün anzeichne, fehlt uns sogar noch Volumen. Und das schaut natürlich komisch aus. Und auch wenn sie den Mund ein bisschen zusammendrückt, sehen wir hier auch Overfilled-Bereiche, also zu viel Filler, der sich in der Mimik dann einfach komisch verzieht. Face Shape, ich gehe nochmal einmal zurück. Face Shape, welches Face Shape werden wir haben? Ich bin nicht zurückgegangen, ich bin schon weitergegangen. Sie hat ein bisschen eine dreieckige Form gehabt, die in meinen Augen zwar nicht mehr ganz so dreieckig ist, sondern ein bisschen eigentlich mehr square geworden ist oder vielleicht sogar ein bisschen herzförmig. Also wenn ich das nochmal zurückgehe, möchte ich euch etwas Spannendes zeigen, was ich ganz lustig finde. Ich wollte die Schläfe gar nicht so ansprechen, man sieht es, die vollen Schläfen hier und dann die doch deutlich weniger vollen Schläfen. Und wenn wir jetzt versuchen, die Gesichtsform hier nachzuzeichnen und dann hier die Gesichtsform nachzeichnen, dann seht ihr quasi, dass derjenige, der das gemacht hat, vielleicht, warte, ich blende mich dazu aus, sonst siehst du nämlich gar nichts, dass derjenige, der das gemacht hat, anscheinend nicht das komplette Portfolio der Unterspritzung kann, weil sonst hätte er oder sie auch hier oben dazu gearbeitet und in dem unteren Bereich vielleicht ein bisschen weniger gemacht. Also man sieht, dass die richtige Ausbildung quasi Key to Success ist. Wir unterrichten für Ärzte, nur für Ärzte das Ganze auf der Filler Academy, aber du als Zuschauer, wer immer du auch bist, hat natürlich den Vorteil, das hier auch komplett mitzubekommen oder sehr viel davon mitzubekommen auf dem YouTube-Kanal. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich fand das Vorher-Nachher-Bild von ihr extrem spannend, weil man bei ihr Dinge zeigen konnte, die einerseits overdone und andererseits zu wenig done sind. Also es sind Bereiche stiefmütterlich vernachlässigt worden und das ist eben ganz im speziellen Bereich eben das obere Drittel. Das habe ich vor vielen Jahren auch nicht so regelmäßig unterspritzt und es ist auch immer wieder schwierig, das dem Patienten zu erklären, sagen so, du, nein, ich mache nicht die Nasolabialfalte, nicht die Lippen, sondern jetzt müssen wir plötzlich um 1000 Euro in der Schläfe hier arbeiten, wo wir extrem viel Platz haben, wo viel reinpasst und wo eben auch viel hingehört, wenn wir im Alterungsprozess dort Volumen verlieren. Ich hoffe oder glaube, dass du den Kanal schon subscribed hast. Wenn dem noch nicht so ist, dann auf los dazu. Wir haben jeden Dienstag und Donnerstag haben wir Videos. Es kommen jetzt auch immer mehr Unterspritzungsvideos und Behandlungsvideos und nicht nur Stars und Sternchen. Aber was auch ein neues Format, das du vielleicht noch nicht kennst, haben wir schon ein Video dazu gemacht, da kommen auch mehrere dazu, sind die Celebrity Twins, etwas, was mir extrem viel Spaß macht, wo wir uns zwei Gesichter anschauen, die relativ ähnlich sind, aber warum sind sie doch nicht ähnlich, nämlich zwei unter Anführungszeichen Celebrities, die Schwestern sein können, aber keine Schwestern sind. Wie auch immer, ich freue mich über Kommentare, die ich und mein Team versuchen, alle so regelmäßig wie möglich zu beantworten. Ich freue mich, wenn wir uns bei einem der nächsten Videos wiedersehen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, ciao und baba.